Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Runaway. Eigentlich sollte heute eine Folge von Mass Effect dran sein, aber da hatte ich ein paar Aufnahmeprobleme und deswegen gibt es jetzt die Folge von Runaway hier. Aber ich denke, da die letzte Folge eh relativ kurz gewesen ist, was keine Absicht war, ist es wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt heute noch eine weitere Folge machen. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hier bei der Lok und da konnten wir, glaube ich, noch ins Führerhaus rein. Ansonsten haben wir, glaube ich, hier alles abgeschaut und ich glaube, da hat man nichts mehr wirklich gefunden. Ich könnte versuchen, durch das Loch im Dach hineinzukommen, aber lieber klettere ich bis zum Querbalken und steige durch das Fenster ein. So, und drin ist er. Mal sehen, in welchem Zustand sich der Rest befindet. Also da geht's wieder raus. Da haben wir nichts. Da haben wir ein Ventil. Mit diesem Ventil lässt sich der Kesseldruck erhöhen. Da haben wir noch einen Hebel. Der Lokomotivführer hat die Lokomotive mit diesem Hebel in Bewegung gesetzt und zum Stillstand gebracht. Also da ein Ventil und ein Hebel. Da ist absolut kein Holz oder sonstiger Brennstoff mehr. Ich weiß nicht, was die beiden kleineren an den Ecken anzeigen. Die beiden in der Mitte, die großen, zeigen... Mal sehen. Ja. Der obere ist ein Druckanzeiger. Er zeigt den Druck im Kessel. Der untere zeigt den Wasserpegel. Ich weiß nicht, was die beiden... Ja. Der okay. Da haben wir noch einen anderen Hebel. Ich weiß nicht genau, wozu der dient. Ich würde sagen, er lässt Wasser aus dem Tank ab, wenn der Kessel nicht genug Kraft hat, das ganze Wasser zu erhitzen. So, war's das? Was ist mit dem Hebel für die Pfeife? Da ist auch noch ein Hebel. Ich glaube, dieser Hebel ist das Ablassventil, mit dem Dampf abgelassen wurde. Da müssen wir bestimmt auch irgendetwas Hochkompliziertes mitmachen. Ah, aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Sonst haben wir, glaube ich, nichts hier, wie es aussieht. Dann probieren wir mal die einzelnen Sachen zu benutzen. Es hat keinen Sinn, wenn der Kessel nicht angeheizt ist. Das wird überhaupt nichts nützen. Der Kessel ist nicht in Betrieb. Mit leerem Heizkessel ist die Lok natürlich nicht zu gebrauchen. Den fasse ich lieber nicht an. Ich will nichts verkehrt machen. Was wohl bedeutet, dass wir erstmal Brennstoff brauchen für die Lok? Ich rühre sie lieber nicht. Man braucht ihn nicht zu öffnen, um Brennstoff nachzufüllen. Er hat eine Öffnung, durch die man ihn ohne weiteres bestücken kann. Moment mal, hatten wir nicht? Doch, wir hatten doch Brennholz. Einverstanden. Die Holzscheite werden einen hervorragenden Brennstoff abgeben. Ist mir gerade eingefallen, dass wir ja noch Brennholz hatten. Alles startbereit. Es kann jederzeit losgehen. Aber jetzt müssen wir wahrscheinlich das Ding erst noch anzünden, oder? Und da haben wir nichts dabei. Den fasse ich lieber nicht. Mit leerem Heizkessel. Gut, dann müssen wir das Ding noch anmachen. Wie gesagt, da haben wir im Moment nichts dabei. Das heißt, wir brauchen noch irgendwas, um das Holz zu entfachen. Moment bitte. Ah, Entschuldigung. War keine Absicht. Da ist mich doch ein Niesreiz überflogen gekommen. Aber ansonsten haben wir wohl wirklich nichts da. Okay, dann gehen wir wieder. Wenn ich richtig springe, kann ich wahrscheinlich das Fenster erreichen. Wäre auch zu blöd gewesen, wenn wir jetzt gar nicht mehr rausgekommen wären.
So, da haben wir noch die Stadt im Norden, wo wir verlassen können. Und hier haben wir noch einen Salon. Und da haben wir auch die Geisterstadt. Und da? Oh, Moment, war da nicht noch was? Nee, das ist nur Dings. Okay. Wenn wir sie nach Norden verlassen, kommen wir ganz normal... Ja, kommen wir ganz normal wieder in die Karte rein. In dem Fall schauen wir uns den Salou an. Dann sind wir mit der Karte soweit auch erstmal fertig mit allem anschauen. Gut. Treten wir in bester Clint Eastwood-Manier auf. Ob das was wert? Das Glas ist halb zersplittert, aber man kann darauf noch Saloon lesen. Nein, wozu? Außerdem könnte ich mich schneiden. War ja nur eine Idee. Da war noch ein Pferdetränker. Das ist ja ekelhaft. Sie ist voller Matsch und stinkt fürchterlich. Unmöglich. Die ist richtig fest am Boden angebracht. Okay, sonst haben wir, glaube ich, nichts. Ich sehe jedenfalls nichts anderes. Dann lass uns mal reingehen. Wow, was ist das denn? Ein automatisches System zum Öffnen der Tür. Und da sagt noch einer, dass der Westen wild war. Sieh mal an. Das ist ja ein botanischer Garten. Das muss wohl das die Bude von den anderen sein. Von den einen von den zwei Jungs, die mit Sushi hier sind. Da haben wir nichts. Da war ein Blumentopf. Es ist Erde drin. Aber man hat wohl nichts eingepflanzt. In Ordnung. Vielleicht finde ich etwas, das ich dort einpflanzen kann. Vielleicht. Okay, da geht's hoch. Einer dieser Zwergbäume, die neuerdings in Mode gekommen sind. Ich glaube, die kommen aus Japan. Er gefällt mir, aber ich glaube, dass seine Pflege großen Aufwand und viel Mühe erfordert. Wir lassen ihn lieber, wo er ist. Ich kann ihn jetzt nicht so pflegen, wie er es braucht. Jetzt da ich... Da ist Sehen wir mal, was wir da drinnen finden. Das ist eine Art Lagerraum, voll mit Werkzeug für die Gartenarbeit. Samen, chemische Produkte, halt der übliche Kram. Er ist voll mit allem möglichen Zeug für die Gartenarbeit. Und finden wir auch was drin? Mal sehen. Ja, die Schere könnte uns noch nützlich sein. Gut, das haben wir eine Schere. Findet man noch was? Im Moment finde ich nichts Brauchbares. Okay. Da haben wir noch eine Gießkanne. Und eine ziemlich seltsame Pflanze. So eine Pflanze habe ich mal im Film gesehen. Es war eine fleischfressende Pflanze. Mit einer fleischfressenden Pflanze durch die Gegend laufen? Auf gar keinen Fall. Dann halt nicht. Das da kann man auch nicht anklicken. Ja, okay. Unverzichtbar für jeden Pflanzenliebhaber. Nein, ich mag Blumen auch, aber jetzt habe ich keine Zeit zum Blumengießen. Okay, aber falls wir mal eine Gießkanne brauchen, wissen wir, wo eine ist. Dann gehen wir mal hoch. Hey, hallo mein Freund. Hallo, wer bist du? Ich heiße Brian. Brian Basco. Ich bin Kevin, aber alle nennen mich Saturn. Sehr angenehm, BB. BB? Ich habe es erraten, wie? Ich wusste sofort, dass man dich BB nennt. Bei deinem Namen ist es ja fast logisch. Wenn ich ehrlich bin, hat mich bis jetzt niemand so gen... Erzähl mal, Bibi. Wirst du auch hierher ziehen? Hast du schon mit Sushi darüber geredet? Welche Art Künstler bist du? Nein, nein. Ich habe nicht vor, hier zu bleiben. Ich bin nur auf der Durchreise. Ach, das ist aber ungewöhnlich, weißt du? Ich meine nur, dass es nicht viele Leute gibt, die hier vorbeifahren. Ich versuche, die Reste eines Hopi-Dorfes zu finden. Weißt du etwas darüber? Das uralte Indianerdorf? Ja, ich habe davon gehört. Gut, dann fragen wir mal, wo es genau lag. Hast du eine Ahnung, an welchem Ort es genau lag? Ehrlich gesagt, nein. Und das ist wirklich seltsam, weil ich die Gegend sehr gut kenne. Oft mache ich kleine Expeditionen, um Rohmaterial für meine Kreationen zu finden. Aber
aber nie bin ich auf irgendeine Spur von diesem Hopi-Dorf gestoßen. Hm, aber vielleicht kennt das sich jemanden. Zumindest für die Geschichte. Kennst du jemanden, der sich mit der Geschichte dieses Dorfes gut auskennt? Hm, lass mich überlegen. Ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Sushi einige Dokumente ihres Ur-Urgroßvaters aufbewahrt hat, in denen etwas über das Hopi-Dorf erwähnt wurde. Ich glaube nicht, dass Rutger eine Ahnung davon hat, obwohl bei ihm weiß man eigentlich nie so genau. Und, naja, vielleicht weiß ja Mama Dorita etwas darüber. Okay, und wer ist Mama Dorita? Was weißt du über Mama Dorita? Ich habe sie nur bei einer Gelegenheit gesehen. Nach vielen Bemühungen gab sie mir einen Termin, um feststellen zu können, ob sie mir bei meinem Inspirationsproblem helfen könnte. Es hat nicht funktioniert. Mangelnder Glaube, sagte sie mir. Wenn ich ehrlich sein soll, wüsste ich auch nicht, wie das Verspeisen einer in Kojotenhirn getauchten Spinne mein Problem hätte lösen können. Igitt. Die Geschichte, dass Douglasville Sushi gehört, ist doch wahr. Ja, ja, die ganze Stadt hat ihrem Ur-Urgroßvater gehört. Später wurde sie von Generation zu Generation weitergegeben, bis Sushi sie von ihrem Vater erbte. Ich habe Sushi in einem Chatroom im Internet kennengelernt. Wir waren uns sympathisch und bald darauf wurden wir Freunde. Als sie vorschlug, hierher zu ziehen, um im Einklang mit unserem kreativen Geist zu leben, habe ich es mir nicht zweimal überlegt. Klar. Was ist mit Rutger? Ich habe Rutger noch nicht kennengelernt. Er ist unterwegs. Er wollte auf Expeditionen gehen und bestimmte Pflanzen und Wurzeln suchen. Wenn du ihn kennenlernst, wirst du schon sehen, der Typ ist genial. Er kam in unseren Schlupfwinkel, um sich ganz seiner Leidenschaft zu widmen, der Botanik. Hm. Das, woran du gerade arbeitest, sieht sehr interessant aus. Diese Skulptur? Ich kann dir versichern, dass sie nicht zu meinen besten Arbeiten gehört. In der letzten Zeit hat die Inspiration nachgelassen, weißt du? Mir kommen einfach keine Ideen mehr. Ja, das kenne ich. Das ganze Atelier ist beeindruckend. Ich sehe, dass du nicht nur Künstler bist, sondern auch Erfinder. Ja, ehrlich gesagt sehe ich mich gern als Leonardo da Vinci unseres Zeitalters. Ich mische Kunst und Wissenschaft in meinen Kreationen, weil beide Aspekte der Motor meines Lebens sind. Haben wir noch was über das alte Hopi-Dorf? Hör mal, das alte Hopi-Dorf, das ich suche. Ja. Weißt du von einem Indianer mit Hopi-Abstammung, der in dieser Gegend wohnen soll? Nein, von dem habe ich noch nie gehört. Obwohl, doch, warte mal. Ich erinnere mich daran, dass Rutger mir eines Tages erzählte, er sei mitten in der Wüste einem Hopi-Indianer begegnet. Er erzählte mir, dass der Indianer ein sehr alter Mann mit faltigem Gesicht war. Er versicherte Rutger, der letzte Hopi-Häuptling zu sein. Aber ehrlich gesagt, ich kenne Rutger und das Ganze könnte ja eine Fata Morgana gewesen sein. Dann lass man ihn mal arbeiten. Ich lasse dich arbeiten, Saturn. Bis bald. Okay. Und schauen uns doch einfach mal um. Also da haben wir Saturn. Die Skulptur können wir mal nicht anschauen. Hier ist nichts. Da geht's raus. Da haben wir einen Wasserspender. Der Behälter ist ziemlich groß. Er muss ungefähr 200 Liter fassen können. Besser kein Wasser verschwenden. Werkzeugwand. Und da geht's auch nochmal raus. Meine Herren, ist wirklich vollständig. Ich weiß nicht, welche dieser Werkzeuge ich gebrauchen könnte. Aber falls wir mal brauchen, wissen wir, wo es welche gibt. Da drüben haben wir dann... Nee, haben wir nichts mehr. Und da geht's auch nochmal raus. Gut. Ich könnte schwören, dass ich diese Statue schon irgendwo gesehen habe. Wirklich? Wo? Sie hängt viel zu hoch. Ich kann sie nicht erreichen. Da haben wir noch eine Kransteuerung. Vielleicht damit kann man den Kran, der sich auf dem Hauptbalken des Spitzbodens befindet, bedienen. Ich wüsste nicht, was ich zurzeit damit soll. Na, dann halt nicht. Sind wahrscheinlich wieder alles Sachen, wo man später braucht. Da haben wir noch einen anderen Hebel. Er ist Teil des Gerätes dort drüben. Vielleicht ist er eine Art Bremse. Was passiert jetzt? Mal sehen, wie der Hebel funktioniert. Mist. Mann, was hast du gemacht? Ups. Du sollst meinen Katapult nicht anfassen. Es tut mir leid, ich wusste nicht, was es ist.
Wenn du nicht weißt, worum es sich handelt, sollst du es auch nicht anfassen. Du hast mich um einen niegelnagelneuen Farbeimer gebracht. Verdammt sei die Stunde, in der ich dieses Katapult baute. Bitte sei nicht böse, mein Freund. Ich werde gar nichts mehr anfassen. Das hoffe ich. Das bezweifle ich. Mal sehen, vielleicht kriegt man den Farbeimer jetzt irgendwo da draußen. Irgendwo. Genial. Saturn hat richtig geschickte Hände. Ich glaube, auf seinem Platz steht es schon ganz gut. Okay. Dann haben wir noch ein Bett. Sieht gemütlich aus. Ich glaube nicht, dass Saturn es gern sieht, wenn ich mich auf sein Bett lege. Nee, das bezweifle ich doch auch mal. So, was haben wir sonst noch alles hier? Nö, ich glaube, das war's sogar. Dann gehen wir mal nach draußen. Da geht's wieder rein, da geht's wieder rein. Aber hier haben wir anscheinend wirklich nichts mehr zu machen. Es ist viel zu hoch. Ich gehe lieber so hinunter, wie ich hinaufgekommen bin. Och, Menno. Naja, gut. Was soll's. Kann es sein, dass der Farbeimer jetzt bei der Lok hinten war? Der ist doch in diese Richtung abgedriftet. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz zur Lok. Nein. Hier ist anscheinend nichts passiert. Wenn, dann ist es woanders hin. Naja, gut. In dem Fall gehen wir nochmal zum verlassenen Bergwerk. Ach, verdammtes Bergwerk. Es hat Gina umgebracht. Gerade jetzt, als ich anfing sie. Besser, ich denke nicht daran. Ich muss mich konzentrieren, um dieses große Rätsel zu lösen. Ich schulde es Gina. Wenn ich den Felsen vom Eingang bewegen könnte, würde ich gewiss das Hopi-Dorf durch das Bergwerk erreichen. Das könnte sein. So, jetzt schauen wir mal das Loch an. Es scheint sehr tief zu sein. Ich kann nicht einmal den Boden sehen. Okay, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Können wir reinsteigen? Unmöglich. Obwohl hier eine Leiter ist, sind die meisten Stufen kaputt. Okay, wenn wir da runter wollen, bräuchten wir wohl ein Seil oder irgend sowas. Oder einen anderen Eingang. Es ist durch einen riesigen Felsen versperrt, den man vor den Eingang gerollt hat. Der Felsen lässt einige Spalten offen, aber ich kann mich nicht hindurchzwängen. Ja, das hätte mich jetzt auch überrascht, wenn das gegangen wäre. Da haben wir noch eine Kiste. Ich vermute, dass man sie benutzt hat, um das Werkzeug für die Bergleute zu deponieren. Aber jetzt ist sie leer. Nein, ich glaube nicht, dass ich sie für irgendetwas benutzen kann. Außerdem ist sie viel zu groß, um sie herumzuschleppen. Du hast verdammt viel Brennholz mitgenommen? Naja, egal. Sie hat einen alten Antrieb und wird von Hand gelenkt. Leider hat sie ein kaputtes Rad. So kann ich sie nicht benutzen. Mit dem kaputten Rad werde ich sie nicht bewegen können. Okay, das heißt, wir brauchen noch ein Rad. Ein Blumentopf als Rad nehmen? Ich meine... Das bringt nichts. Nee. War auch eine sehr hirnrissige Idee, glaube ich. Ja. Haben wir sonst noch was hier? Ja, da geht's. Jetzt geht's nicht mehr weiter, nein. Gut, haben wir da drüben noch irgendwas? Die Wasserrutsche ist kein Hotspot. Da ist noch eine Kanne. Ich glaube, das könnte eine Ölkanne sein. Sie ist etwas schwer, aber ich kann sie vielleicht gebrauchen. Gut. Das hat sich doch schon gelohnt, hier wieder herzukommen. So, das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann weiter. Wir haben ja noch Gegenden zum Anschauen. Dann sage ich mal danke fürs Anschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.